Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Brotherhood. Wir machen jetzt diese Christina-Erinnerung. Wir sind in Florenz, 1476, wo Ezio schon eine Assassine ist. Danke fürs Kommen. Natürlich, natürlich. Sag mir, was kann ich tun? Die Leichen meiner Familie. Ich kann sie nicht einfach so am Galgen hängen lassen. Sie brauchen die Sterbesakramente, damit ihre Seelen Ruhe finden. Verstanden. Ich folge dir, Ezio. Letzte Ölung. Federico, Giovanni und Petruccio Auditore ein angemessenes Begräbnis bereiten. Ja, das ist mein Vater und meine zwei Brüder. Die wurden in Assassin's Creed 2 getötet von den Borgia, weil sie herausgefunden haben, dass mein Vater eine Assassine ist, und daraufhin wollten sie die ganze Auditore-Familie auslöschen. Nur ich, meine Mutter und meine Schwester konnten fliehen zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt sind wir an diesem Ereignis mit der letzten Ölung. Los geht's. Christina zum Galgen eskortieren. Ihr seht schon, sein Outfit passt in die Zeit, ja. Wobei mir irgendwie das Outfit vom zweiten Teil besser gefällt als das im Brotherhood. Ich weiß auch nicht warum. Woher kenne ich den Kerl? Hast du so einen Mantel schon mal gesehen? Ich brauche Hilfe, Ezio. Habe ich eigentlich Waffen? Nee, habe ich natürlich nicht. Ah, Hilfe. Warum habe ich keine Waffe? Das ist bescheuert. Hallo? Wo wollt ihr es haben? Kopf oder Bauch? Bringen wir das zu Ende. Okay, das war jetzt mehr als bescheuert, ganz ehrlich. Keine Waffen und die Schläge wird jedes Mal ausgewichen. Das ist ja dumm. Vielleicht darf man mich auch nur nicht sehen. Ja, sieht fast so aus, als dürfte man mich nicht entdecken. Gut, dann machen wir es eben auf die ruhige Schiene. Wenn es nicht anders geht, machen wir es eben so. So, aber trödeln ist jetzt auch nicht, ja. Er fegt die Straße, das ist ein sehr, sehr tüchtiger Mann. Oder ihm ist vielleicht auch nur sehr, sehr langweilig, das kann ja auch sein. Man weiß es nicht. Ja, hier ist ein riesiger Platz und das sieht aus wie ein Galgen da vorne. Da vorne ist der Marker. Guckt mal, ein Brunnen mit halbnackten Statuen, wie es halt so üblich ist. Gut, sie wurden bereits abgeschnitten. Was sollen wir jetzt tun? Du versteckst dich. Ich werde mich kurz mit der Wache dort unterhalten. Die Wache verprügeln. Und sie hat uns sofort entdeckt. Die hat aber auch keine Waffe, von dem her. Boom! Wo sind die Leichen, die hier hängen? Die wurden schon abgeholt. Wohin? Sagt mir, wo sie sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wollten zum Fluss und sie dort versenken. Nein. Los geht's. Christina zum Flussexo. Komm mit mir. Eskortieren. Exortieren, hä? Eskortieren natürlich. Okay, die wollen meine Familie im Fluss versenken. Hey, wie krank sind denn diese Bastarde? Was hast
du vor? Es gibt nur das eine. Sie umbringen. Nein, tu das nicht. Sie haben nichts getan. Sie folgen Befehlen, ohne zu fragen. Das macht sie... Ezio! Na gut. Ich schleiche mich von hinten an. Hole meine Familie, einen nach dem anderen, und bringe sie zum Fluss. Sei vorsichtig. Was tut man nicht alles für eine Frau, wenn sie sagt, bring sie nicht um, ja? Dann ändert man gleich seine Pläne. Da unten liegen sie. Ah, mein Bruder. Nein, du sollst ihn nicht plündern, du sollst ihn tragen, Ezio. Seinen toten Geschwister noch das letzte Geld aus der Hose gezogen, ja? Ezio hatte schon ein krasses Schicksal. Anzusehen, wie seine Familie umgebracht wird, ja. Und dann aus Florenz fliehen, weil er wurde ja dann verfolgt von dem Borgia und wird auch bis heute noch verfolgt. Warum stöhnt Ezio die ganze Zeit? Das ist irgendwie sehr verstörend, wenn ihr mich fragt, ja. Aber nun gut, soll jetzt so sein. So, einen brauchen wir noch. Ich glaube, meinen mittleren Bruder. Ja. Den habt ihr ja schon in der ersten Christina-Erinnerung gesehen. Wo er mir Tipps gegeben hat, ja, wie man Frauen anbaggert. Da, wo ich mich zum Affen gemacht habe, ja. Na, so, das waren 3 von 3. Ich muss die Stadt verlassen. Christina, begleite mich, bitte. Ich würde... Aber ich kann nicht. Meine Familie. So sind wir immer zusammen, Christina. Ezio. Letzte Ölung, 100% synchron. Hier nochmal ganz schön zu sehen, das Assassin's Creed 2 Outfit. Das Concilio Regionale. Und wir sind wieder zurück. Allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden seine Ja, das war wieder eine Christina-Erinnerung. Und ja, wo ist jetzt die Hauptquest? Die ist hier unten. Jetzt gucken wir mal, ob ich da per Schnellreisesystem hin kann. Nein, Ezio, du sollst dich nicht hinsetzen, du sollst eigentlich vorbeilaufen. Das wäre mir natürlich am liebsten. So, dann gucken wir mal. Ja, der erste Punkt passt gleich perfekt. Santa Maria, da schlag mich tot. Die Texte verschwinden immer so schnell. Oder lese ich nur zu langsam? Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall eins von beiden. Ich habe übrigens Ezio wieder ein bisschen umgemalt, ja. In Blau-Gold. Wo seid ihr gewesen? Wir alle haben Geheimnisse. Ich habe einen Weg zur Befehlsübermittlung an eure Rekruten eingerichtet. Wir senden die Befehle mit Brieftauben. Hab Dank, Machiavelli. Bartolomeo lässt sich entschuldigen. Die Franzosen haben ihren Angriff verstärkt. Claudia. Ezio. Nun gut. Ich habe einen Plan für die Borgia. Wir greifen ihre Ressourcen an oder Cesares Anhänger. Mein Plan sieht beides vor. Wenn wir den Geldhahn zudrehen, verliert Cesare seine Armee und kehrt ohne Männer zurück. Also, ich frage euch, woher stammt sein Kapital? Volpe? Agostino Chigi ist der Geldgeber des Papstes. Aber Cesare vertraut einem anderen. Im Moment wissen wir nur, dass man ihn den Bankier nennt. Es gibt einen, der dem Bankier Geld schuldet. Senator Egidio Trocke kommt jeden Tag und beklagt sich. Bene, ich werde dieser Spur folgen. Französische Söldner bewachen die Straße zur Engelsburg. Wenn Cesare eintrifft, kommt ihr nicht mehr an ihn ran. Ich werde den General der Franzosen töten. Ist er tot?
hat Bartolomeo die Franzosen in der Defensive und sie müssen die Posten an der Brücke aufgeben. Auch ohne Söldner wird die päpstliche Garde weiterhin das innere Tor bewachen. Es gibt einen Nebeneingang. Lucretias neuestes Spielzeug. Pietro hat den Schlüssel. Ich sah ihn an der Burg. Kommt später zu mir. Meine Diebe werden versuchen, ihn aufzuspüren. Die Karte auf den Schreibtisch ansehen. So, wir haben unsere neuen Befehle besprochen, beziehungsweise unsere neuen Anweisungen. Einen Spion angegriffen, Erfolg abgeschossen, bezahlen 114. Oh, 10 Meldungen. Da hatten wir sehr, sehr viel den Level Up. So, das machen wir mal schnell. Ja, du bekommst Rüstung, du bekommst auch nochmal Rüstung und du bekommst dann Waffen. So. Ach, der hat 2 Punkte. Sowas. Okay, jetzt habe ich schon sehr, sehr viele Level 6 Assassinen. Wertsachen stehlen. Da habe ich doch noch einen kleinen irgendwo rumstehen, oder? Ja, der Level 2, der kann das machen. Mission starten. Wie sieht es in Wien aus? Da ist eine mit 3. Das sollte dieser Level 4 auch alleine schaffen. In Rom auch eine Level 3. Ja, da ist der Level 5 zwar schon ein bisschen überqualifiziert, aber okay, wir wollen mal nicht so sein. Wie sieht es denn hier aus? Level 5 Quests sind noch ein bisschen hart. Machen wir lieber eine Level 4 Quest draus. Ein Level 6er und noch ein Level 6er, dann sollte das auch funktionieren. So, hier stellen wir auch nochmal 2 Level 6 ein, schicken eine Level 5 auch noch mit. Und dann habe ich noch 2 übrig. Ne, ich habe noch genau einen übrig, das soll die Level 2 Quest machen, dann ist die nämlich auch erledigt. So. Geschichte ist eigentlich nur eine Übersicht, welche Mission wir schon gemacht haben. Und dann kann ich mein Versteck wieder verlassen. Und wir müssen jetzt den, Wo willst du hin? Ich nütze niemandem ohne mein Forli. Ich gehe zu meinen Kindern und hoffe auf Wiederherstellung meiner Ländereien. Ich wünschte, du bleibst. Du bist jetzt der Anführer der Assassinen. Vereinige sie, Ezio Auditore, und erobere Roma. Vittoria agli Assassini! Vittoria agli Assassini. Sag das mal ganz schnell dreimal hintereinander. Sequenz 4 beendet. Erfolge. Prinzessin in einer anderen Burg. Das ist eine Anspielung auf Mario, oder? Prinzessin ist in einer anderen Burg. Sequenz 5. Der Bankier. Neue Gegenstände bei Schmieden freigeschaltet. So ein Zufall, dass ich gerade neben der Schmiede stehe. Da gucke ich doch gleich mal rein. So, was habt ihr denn Neues? Römischer Brustschutz. Sausenhofer. Den Geschäftsauftrag beenden. Geschäftsaufträge. Guck mal hier. Exotica, diesen Geschäftsauftrag beenden, um die Sausenhofer Schulterplatten und den Sausenhofer Brustpanzer zu schalten. Treue. Ach, da muss ich unten diese Items finden. 2 Schrumpfköpfe, 3 Elfenbeine und 3 indische Diamanten. Dann kriege ich dieses Zeug, aber ich kaufe mir jetzt trotzdem diesen Brustpanzer, denn der kostet ja eh nicht viel. 2000, damit kann ich leben. Sehr zufrieden sein, ich weiß es. So. Sieht man jetzt zwar nur bedingt an Ezio, aber immerhin. So, wo könnte ich denn jetzt noch hingehen? Ich würde sagen, wir machen einfach die nächste Mission, ja. Es geht jetzt alles um den Bankier in Sequenz 5. Denn wir müssen ja Cesare den Geldhahn zudrehen, damit er keine Armee mehr ausstellen kann. Beziehungsweise
dass er sie nicht mehr bezahlen kann und er alleine zurückkommt. Ezio, was machst du denn? Ezio? Vielen Dank. Okay, da war Ezio jetzt ein bisschen verwirrt anscheinend. Der wollte sich nicht einhalten. Okay, der springt jetzt wieder so, wie ich es eigentlich gar nicht haben will. Au, das war zu hoch. So, wie es aussieht, befindet sich mein Ziel auf der anderen Flussseite. Da hüpfen wir doch mal ganz elegant rüber. Und dann müssten wir jetzt eigentlich eh schon da sein. Ja, so ziemlich. Zack, hier die Treppe rauf, hier beim Baum rechts. Dann über das nächstgelegene Dach. Dann springen wir hier nochmal rüber. Und dann könnten wir eh schon fast da sein. König Ludwig von Frankreich hat feierlich verkündet, dass das Essen im Heiland an französische Standards angepasst werden muss. Also ich sehe schon, diese Wegpunkte sind deutlich weiter voneinander entfernt, als es auf der Karte aussieht, ja? Auf der Karte sah das nicht so weit aus. Gott, wo ist denn dieser Bankier? Das ist ja ewig weit weg. Ach, der Marker ist schon hier. Ist ja doch nicht so weit weg. So kann man sich täuschen. Wo bin ich denn jetzt wieder? Ach, beim Dirnenshop, ja. Bei meinem Stammhuren. Ich muss hier rein anscheinend. Was willst du? Du sprachst von einem Senator bei dem Treffen. Such auf dem Kapitol. Du brauchst mich nicht. Wenn ich den Bankier töte, müssen deine Mädchen dem Widerstand sein Geld bringen. Fein. Bleib wachsam. Flucht aus der Schuldenfalle. Senator Egidio Torce auf dem Kapitol besuchen, um den Aufenthaltsort des Bankiers herauszufinden. Volle Synchronisation. Beide Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden. Und ihr habt schon gemerkt, Ezio ist immer noch nicht einverstanden, dass seine Schwester Claudia diesen Puff in Anführungszeichen führt, ja. Er ist immer noch total sauer. Habt ihr in der ersten Zwischensequenz auch gesehen oder gehört, wie er gesagt hat, Claudia! Ja, also irgendwas ist, ja, ich will jetzt nicht sagen böses Blut, aber er ist halt nicht ganz einverstanden. Liegt wahrscheinlich an diesem, großen Bruderkomplex, wenn man eine Schwester hat, ja, dann ist man da so beschützerisch drauf und ja, darf ja nichts passieren. Wobei, ich kann Ezio verstehen, sie ist eigentlich nur noch die einzige, die er hat, neben seiner Mutter, ja. Und von dem her lasse ich das jetzt mal durchgehen. Ihre Notdurft nur in den dafür vorgesehenen Einrichtungen zu verrichten. Er möchte sich auch bei der Duchessa die Alba entschuldigen und hofft, ihrer Gnaden bleiben von nun an niemand. Wir kriegen ihn. Möge das Glück euch immer hold sein, mein Freund. Ja, und da wurde ich jetzt wieder entdeckt. Wo sind die Bogen? Nein! Ich habe was versehen. Bürger getötet, das wollte ich jetzt nicht. Da kam eine Assassine. Ja, was für den Bürger getötet. Das sollte ich nicht tun. Das führt nämlich zur Desynchronisation, wenn ich nicht aufpasse. Und dann auch zum Game Over. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Kommt. Zack. So, ich halte mich ja eigentlich mehr oder weniger ungern mit diesem Gesindel auf. Denn es sind eigentlich. Das Kampfsystem in Assassin's Creed war eigentlich schon immer ziemlich einfach. Ja, man braucht eigentlich nur kontern und man verliert nie einmal Lebensenergie. Okay, hört ihr diese Stimme im Hintergrund auch oder bin das nur ich? Yes.
Restaurations- und Reinigungsarbeiten in Santa Maria del Popolo vorübergehend ausgesetzt. Okay, während jetzt ich hier noch auf dem Weg zum Senator bin, werde ich jetzt die Folge mal beenden, denn ich bin schon wieder an der 20-Minuten-Marke. Wenn wir zurückkommen, gehen wir hier auf das Kapitol und suchen den Senator. Bis dann, Leute!